Gut. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wenn wir hier so Platz nehmen auf unserer Matte, gibt es die Besonderheit, dass wir davon ausgehen, dass alles, was unser Leben ausmacht, in diesem Augenblick in Fülle vorhanden ist. Dass alles, was uns ausmacht, jetzt sozusagen vollständig anwesend ist. Dieser leeren und einfachen Situation, wie du da jetzt bist auf deiner Matte, hast du alles, was du bist, was dich ausmacht. Und die ganze Praxis, die da jetzt folgt drauf, ja, alle Formen von Bewegung, alles, was wir jetzt tun, ist wie on top, sozusagen. Es wird noch ausgespielt, die Fülle, die vorher auch schon da ist und die jetzt schon da ist. Du spielst nur noch die Fülle aus. Und du gewinnst nicht mehr, als was du jetzt schon hast dadurch. Vielleicht wird die Einsicht in die Fülle noch etwas deutlicher. Das kann sein, aber das ändert nichts daran, dass die Fülle trotzdem schon voll da ist. Dass alles vorhanden ist. Und wenn du mit dieser Haltung an die Praxis rangehst, dann sieht sie anders aus, als wenn du mit dir irgendwas erreichen willst. Deswegen versuch, mit einem stillen und dankbaren Geist anzunehmen oder einzunehmen, einen Geist, der in der Fülle lebt oder in der Fülle angekommen ist. Und aus dieser Fülle spielst du mit Leichtigkeit auf, mit dem, was jetzt kommt. Gut. In diesem Sinne, lasst uns wahrnehmen, das, was wir bekommen haben, das, was wir alle haben. Das Leben, wie es sich bei jedem speziell zeigt, am Körper, in diesem Falle. Und du lässt diesen Sitz etwas schwingen. Lässt ihn so schwingen, wie das dir zukommt. Auf die eine Seite, auf die andere Seite, mit der Beinposition, die du gewählt hast, ja, die eben gerade deine ist. Versuch dich in deinen Energiekörper etwas mehr einzuschwingen. Jetzt würdest du dir dein Plätzchen bereit machen, auf dem du jetzt praktizierst, und so ein paar erste simple Dehnungen ansetzen, ohne dass du auf etwas ziehst, sondern um eben zu spüren. Und weil das Leben sich bewegen will, wahrscheinlich auch etwas, das merkst du, wir wollen gar nicht ganz still werden, sondern wir folgen mal dem Impuls. Und du greifst in verschiedene Richtungen gerne raus, nutzt deine Hände. Ja, versuchst dich tief im Rumpf zu neigen, auch aus dem Sitz heraus. Ja, vielleicht ganz tief, vielleicht energisch mit einer aufgerichteten Langwirbelsäule nach vorn, sodass du den Po merkst, mit einem langen Bauch. Ja. Oder auch mit einem ganz rund abgelegten
Körper. Ja. Aha. Versuchst immer wieder lockern zu lockern zwischendurch, was du gerade, was wie, welche Beinposition du gewählt hast. Oder auch änderst die Folge der Beine. Ja, und wartest darauf, dass das Fenster sich mehr und mehr öffnet. Gut. Und variierst noch ein bisschen weiter mit einer Seite, mit der anderen Seite. Spürst in den Körper rein, in deine Hüfte jetzt in diesem Falle. Ja, kannst rausgehen aus dem Ego sozusagen und einfach nur mitschwingen mit dem Leben, das du in Fülle hast. Ja. Schiebst und drückst, explorierst etwas hin und her, wo merkst du mehr, wo weniger, manche in den Knien, manche in den Hüften, manche im Rücken. Ja. Versuch zu schauen, wie das gut geht. Ja. Auch mal hinter dich. Ja, so kann eine Meditationspraxis anfangen, auch wenn du allein bist. Das Wichtige ist, dass du anfängst. Dass du irgendwas anfängst. Gut. Ja. Es sollte nicht leicht einfach mit sich selbst anzufangen, weil es gibt eine Menge Sachen, die man auch anfangen könnte. Und du fängst mit dir. Linke Hand. Rechte Hand einmal hinter dich, versuch dann im oberen Bereich etwas mehr zu öffnen. Ja, genau. Vielleicht auch mal einen Schenkel oder einen Fuß zu greifen. Je nachdem, was du jetzt hinter dir, was hinter dir da liegt, der Schenkel oder der Fuß. Ja, versuch mal rumzugehen. Versuch mal dann noch etwas tiefer zu gehen. Ja. Ja, schaff dir ein paar verschiedene Situationen, in denen du dich wahrnehmen kannst. Ja, die Rumpfdrehung wahrnehmen kannst. Ganz genau, ja, ist richtig. Ja, Christine, das ist gut. Einfach ein bisschen auf der Stelle bleiben. Auf der Stelle bleiben und sie trotzdem verändern und variieren. Ja, sehr gut. Aha, okay. Gut, das. Ja, bisschen Kraft gehen, ja, den Po vielleicht mal anheben, ein bisschen die Hände benutzen, ja, ein bisschen den Bauch benutzen. Gut, genau. Maurice, gib ab von dieser Welt, ja, sie hat es nötig. Ein paar abheben hier. Okay, gut. Und dann einmal entspannterweise die Beine nach vorn heraus. Gut. Auch hier eine wunderbare Situation des simplen Einfindens, der simplen Innigkeit. Ja. Ja, du hast keine komplexe Situation. Mitunter schon, je nachdem. Aber es ist nichts weiter als Beine lang und Rumpf nach vorn. Und daraus ergeben sich wieder Variationen, wie in dem Sitz gerade schon. Vielleicht ist es sogar einfacher hier. Lass deine Beine verschiedentlich auf und ab treten. Genau, locker deine Oberschenkelmuskulatur. Ja, die Jogger lockern. Ja. Gut. Gut. Ist Joggen pejorativ irgendwie? Nee, ne? Nee. Gut. Na, wer Marathon läuft, joggt vielleicht nicht. Ne? Macht was anderes. Gut. Oh, ein bisschen zu einer Seite. Ja. Und zur anderen Seite. Ja. Wechsel einfach ein paar Mal über die Beine und versuche die Beine, während du übersetzt, trotzdem anzusprechen. Ja, also immer wieder auf den ganzen Körper zurückzukommen.
Ja. Auch wenn du beschäftigt bist mit der Rumpföffnung oder der Rumpfdrehung, dass du die Beine bemerkst, dass du die wieder kraftvoll in die Präsenz mit einbindest. Ja, that's it. Ja. Mhm. Ganz genau. Ja, ja, lass die Hand, freue ich mich nicht so. Gut. Ja, deine Hand ist wie ein Detektor immer über dem Boden. Ja. Okay. Sehr schön. Mhm. Gut. Auch hier gerne nochmal nach hinter dich gegriffen. Probier das mal aus. Du kannst das eine Bein dafür anheben, dass die Hand da drauf tun. Ja. Und ein bisschen gucken, wie die, wenn du ein bisschen mehr Druck hast jetzt hier gegen das Bein, dass du dich etwas mehr abschließt. Und das Bein vielleicht dann wieder streckst, wenn du den fasst. Genau. Ja. Gut. Ja, vielleicht die Hand hier vorne mal in den Fuß drehst. Mhm. Mal die Außenkante nimmst. Ja, genau. Ja. Super. Ja, vielleicht geht das noch ein bisschen tiefer dann. Ja, der Kopf immer wieder mit reinnehmen in die Dehnung. Genau. Genau. Ja. Ja. Christina lenkt den Ellbogen mal außen lang am Bein. Ja. Ja. Okay. Und gut. Ja, und das wieder zurückgenommen. Ja, im Modus des Ausprobierens machst du das alles. Ja, auch nochmal hier zu gucken, wie weit kommst du hinter dich rum. So, dass dein Geist vollkommen still bleibt in der Wahrnehmung. Ja, und dann guckst du auch hier, wie weit kommst du in die Drehung. So, dass du das Bein vielleicht greifst, auch mal streckst und vielleicht nochmal nach vorne angreifst. Ja, oder einfach in eine Aufrichtung aufdrehst. Mhm. Ja. Das Wichtige ist, dass du eine Voraussetzung dafür schaffst, in die Verbindung einzutreten. Da gibt es irgendwann so einen Shift, wo du nicht mehr über dich nachdenkst, sondern in der Verbindung lebst. Und genau, und dann gehst du nochmal weit nach vorn, greifst mal den einen Fuß, den anderen Fuß. Mhm. Ja, schön tief. Versuch die Hamstrings zu erreichen, auch die Ferse etwas mehr nach vorne zu treten. Ja, die Füße etwas zu dir zu ziehen, ganz genau. Gut, das ist sehr schön. Und ja, wunderbar. Und dann aus dieser Länge steckst du wieder auf und ziehst die Füße einmal zurück. Mhm. Dich zu dir heran und so ähnlich wie im Sitz jetzt noch mal ein paar Wippungen im Becken nach vorn, nach hinten und nach vorn. Ja, auch hier so tief, wie das eben geht. Ja, du merkst selber, wo Impulse entstehen der Wahrnehmung, nach links, nach rechts. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen nachgeholfen mit der Hand, mit der massierenden Hand am Gewebe hier, an den Muskeln. Geh mal ein bisschen asymmetrisch. Ein Ellbogen, genau, eine Hand. Und da so ein leichtes Auf und Ab, sodass du in deinem Range durchspielst, die Sache. Ja, genau. Und auch nochmal zur anderen Seite mit aller Ruhe und aller Hingabe, die du hast. Weil du ja schon in der Fülle bist. Ja. Mhm. Ja. Genau das. Ja. Wunderbar. Mhm. Gut. Auch mal ein Übergriff eventuell über ein Bein. Und der Schub von hinten in die vordere Flanke. Ja. Mhm. Aus der hinteren Hand etwas mehr nach vorne zu kommen, dass der Po fast hochkommt. Genau. Ja. Gut. Mhm. Oh. Gut. Und nochmal zur Gegenseite. Ja. Ja, versuche immer wieder Platz unter die Achsel zu kriegen oder Abstand zwischen Achsel und Leiste. Dir von der vorderen Seite. Ja, die nach vorne zieht. Gut, schiebst von hinten kräftig nach vorn. Oh, spürst, wie doll das geht.
Genau. Ja. Cool. Und nochmal ein paar Vorbeugen über diese so gelegten Schmetterlingsflügel drüber. Ja, vielleicht kannst du den Boden mit dem Po in Berührung lassen und trotzdem tief in die Vorbeuge absinken. Touchdown, Stirn am Boden. Gut. Okay, gut. Dann nimmst du nochmal ein Bein nach vorn raus. Eine weitere bekannte Sitzposition, die auch viel Potenzial hat zum Spüren. Versuch das außenliegende Knie weit nach hinten zeigen zu lassen. Ja. Just let your knee point backwards. Ja. That's it. So you have increased perception on this side. Ja, die Flanke wird dadurch stärker angespielt. Greife gerne trotzdem nach vorn, auch wenn du mit dem Knie nach hinten zeigst. Genau. Versuche diagonal zu greifen. Ja, auch übers Bein oder an den Fuß, je nachdem, wo du bist. Auch übers Bein, über den Fuß, wo du rankommst. Genau, sehr schön. Gut. Und dann kannst du auch hier nochmal innen den Fuß greifen und dich hier etwas aufhalten. Ja. Den Blick, das Bein. Ja, genau. Das. Gut. Und wunderbar. Ja. Kommst du mal zurück, vielleicht nochmal in die Gegenrichtung. Ja, regelt sich in deinem eigenen Rumpfe, in deinem Torso, in deinen Beinen. Versuchst das Gewebe zu stimulieren, ja, zu stimulieren auf Bewegung hin, auf Zug, auf Elastizität. Divers, ganz divers, ja, ganz frei. Immer wieder die Knie und den Fuß auseinanderstreckend. Eine Fuß drückt nach vorn, das Knie nach hinten und du lehnst dich mit dem Rumpf entsprechend nach vorn. Gut. Okay, gut. Wunderbar. Okay, und dann lässt du das nochmal in eine etwas entspanntere Situation kommen. Und legst den mal hier oben drauf kurz. Ja, ich führe das nochmal so. Ja, lass den eigenen Fuß. Klatsch. Leg den eigenen Fuß auf den Oberschenkel drauf. Ja, und drück ein paar Mal gegen den großen Muskel mit deinem Fuß. Ja, okay. Ein paar Mal so, dann lässt du das Bein einmal übergleiten über das andere. So dass du hier die Knie aufeinander bekommst. Ja. Aha. Ja. Und versuche dich, auch wenn es komisch wird, irgendwie mit der Form, dich trotzdem da einzufinden, dass du da drin dir Platz schaffst, auch wenn es eng ist. Das ist immer wieder durch das Rekeln, immer wieder das Thema. Genau. Ja, zieh ruhig noch ein Stück höher. Ja, genau. Gut. Ja, und dann versuche immer mit dem Rumpf ein bisschen gegen die Bewegung gegenzudrücken. Das Bein geht nach rechts, aber dein Torso nach links. Ja, vielleicht kannst du dich irgendwo einhaken und dort dich etwas den Raum sehr klein machen. So dass du fast gezwungen bist, dich wahrzunehmen, weil du woanders gar nicht hin kannst. Ja. Gut. Ja. Das ist Rippenfreiheit hier. Ja. Federe bewegt das immer schön durch. Ja, Christian, die Form, wie weit das alles geht, vollkommen, lass es raus. Ja. Du guckst,
Wie ist das Bein nach da, der Rumpf nach da? Was bedeutet das für deine Hüfte hier unten auch? Ja, okay, cool. Sehr schön. Dann stell den Fuß einmal lockerer auf hier über das Bein und plack das andere mal zurück. Ja, und federe ein bisschen hier rein. Schon ein bisschen leichter, nicht wahr? Das, ja. Wir wollen uns nur in die eigene Fülle einschwingen, mir nicht. Ja. Wir wollen auch nicht den Körper irgendwo hin, ja, sondern du guckst, was bei dir los ist, was geht. Ja, dann drehst du mal zu der einen Seite, nutzen wir beide Drehrichtungen, erstmal die ungewöhnlich ist, in die offene Richtung, ja, die unklassische Richtung sozusagen, mal andersrum. Ja, genau, dass es mal einfach ist. Genau. Hintere Schulter noch ein Stück rum. Das. Ja, und spür immer den ganzen Körper. Dein Becken will auf dem Boden sitzen und vielleicht hebt der Po ab und kommt wieder runter. Versuch damit ein bisschen zu spielen. Gut. Okay. Und dann drehst du nochmal gegen, stellst den Fuß gut auf. Ja. Und vielleicht kannst du dann hier nochmal etwas deutlicher dich einrichten in dem, was man vielleicht von Bildern kennt. Ja, dieser Drehsitz. Ja, wichtig ist, dass der Fuß eventuell auf den Boden kommt, hier, dass du hier einen schönen Stand hast hier vorne. Die Zehen sind ausgestreckt auf dem Boden, nicht? Der hängt nicht hier irgendwie krumm, der Fuß, der versucht auf den Boden zu kommen. Ja, vielleicht merkst du, welcher Muskel anspricht, eine Glutseite vielleicht, wenn du das Knie dicht ziehst. Ja, gut. Okay, gut. Dann kommst du nochmal nach vorne. Sehr schön. Kannst du jetzt den Fuß nochmal ein bisschen weiter überlegen, ein bisschen öffnen. Ja, ja. Vielleicht hier nochmal ein bisschen gucken, wie das geht. Atmung. Sehr schön, das. Sehr gut. Ja. Ja. Christina, das ist einer der gemeinsten Sitze, die wir haben im Yoga. Ja, ja, ist furchtbar. Ein ganz furchtbarer Sitz. Ja. Aber im Sensing nimmst du ja nur den Schmerz vor. Das ist furchtbar. Ja. Merkst du es? Ich habe den Schmerz weg. Ich habe ja auch schon zwei Kinder getrennt. Ja, eben. Eben. Dann weiß man Bescheid. Ja. Gut. Okay. Sehr schön, ja? Gut, du nimmst es raus. Gut. Lockerst die Beine, lockerst die Hüfte. Nutzt mal ein bisschen dein Ohr, indem du den Po auch mal ein bisschen anhebst. Ja. Genau, vor allem auch den Po mal nach hinten hochhebst. Ja, nicht nur auf der Stelle hoch, sondern auch nach hinten. Dann hast du noch mehr Po. Ja. Lockhand, ja. Genau, Jessica, mit Fäusten. Warum hast du so Fäusten? Okay, genau. Why are you doing on the fist? Because it hurts my... Ah, handshows. Okay. More in the front. You check on Friday. Okay. Gut. Ja, sehr schön. Dann nimm noch einmal das andere Bein kurz nach innen. Und zeigst es nach hinten. Ja, du nimmst es nach innen und zeigst es nach hinten etwas vor. Der Kniekopf zeigt rückwärts. Du kannst dich von dem auch nochmal wegschieben nach vorn. Dein Hamstring dann vorne dehnen. Hier. Ja. Aha. Gib dir ruhig Schub von hinten nach vorn. Und bist vollkommen verbunden mit der Sache, die passiert. Nur wahrnehmend. Ja. Gut. Vielleicht der Griff dann aus dem hinteren Bereich nach vorn gewechselt. Ja. Du greifst wieder an die Stelle, wo es passt. Ja. Es geht genauso, dass du dich über die Wade nach vorne bewegst, wie wenn du den Fuß greifst. Sehr gut. Ja, sehr gut. Genau. Genau, das. Ja. Einmal den, auch gerne nochmal den anderen.
Porsche im Wald auseinandersetzen. Vielleicht nochmal mit dem anderen Arm innen. Genau, dass du hier auch nochmal ein bisschen rauskommst. Blick immer schön nach vorn. Genau. Kopf entspannt. Die ganze Seite ist offen, die ganze Flanke ist offen wie ein großer Bogen. Gut. Und sehr schön. Und auch nochmal in die Gegenrichtung, dann ganz nach außen über das Bein. Gut. Ja. Ja. Versuche immer wieder den Abstand groß zu halten. Das drückt auseinander, das pulsiert hier auseinander. Ja, das eine Knie rutscht hinter, der Fuß rutscht gleichzeitig nach vorn. Ja. Dieses Gleiten auf der Matte. Wenn die Matte schon ein bisschen älter ist, geht das besser. Ja. Gut. Und dann nochmal etwas tiefer zu gehen auf dem, über das lange Bein. Stimmt. Ja, drück hinten ein bisschen höher. Linke Hand. Ja, und vorne gehst du tief. Genau. Und das Bein lässt du gerade stehen. Genau. Gut. Ja. Okay. Gut. Und nochmal in die Mitte. Genau. Nochmal geradewegs drauf. Du bist jetzt schon ganz dicht zum Fuß hier. Ja, du hast deine Hände, mit denen du den Fuß massieren kannst, während du dich nach vorne neigst. Das. Gut. Gut. Okay. Ja, dann richtest du dich nochmal auf, nimmst den Fuß etwas höher, massierst jetzt nochmal mit dem Fuß gegen den Oberschenkel. Aha. Ja. Ja, genau. Und wenn es so ist mit dem Knie in der Luft, dann machst du es halt so. Dann lehnst du dich ein bisschen raus, nimm mal die linke Hand raus, ein bisschen. Winkel einfach so raus, lässig, immer ganz lässig. Genau. Genau. Und dann machst du hier ein bisschen auf deinen Schenkel. Diese Bewegung. Suchst den Range, der sich da hergibt. Genau. Sehr gut. Dieses dann so. Genau. Es ist wichtig nur, dass du unterwegs bist mit dir selbst. Alles, das ist das Wichtigste. Gut. Ja. Ich brauche jetzt viel Wahrnehmung in dieser Zeit, in dieser komischen Zeit. Gut. Wunderbar. Ja, und dann gehst du noch mal ein bisschen rüber. Das geht vielleicht noch bei allen, dass wir hier dieses Knie stapeln. Der Fuß zeigt nach hinten. Ja, guck, wie du dir das einrichtest. Du merkst, die Hüfte ist schon ein bisschen angeregt jetzt hier mit einer ungewohnten Haltung. Und dein Geist fährt dorthin. Mhm. Your mind is connected to the body. Gerade durch die ungewöhnliche Situation des Körpers. Genau. Okay. Gut. Das ist sehr schön. Ja? Okay. Aha. Mhm. Gut. Dann stellst du den Fuß nochmal hin. Ja? Und schlägst den anderen zurück. Das andere Bein nochmal nach hinten. Mhm. Gut. Und guckst, wie das geht. Ja? Wo setzt du den Fuß hier hin? Vielleicht nicht zu dicht am Anfang, sodass der Po runter kann. Ja? Oder kannst du nochmal draufbringen. Mhm. Gut. Versuchst vor allem hier vorne Klarheit zu finden mit dem Fuß und öffnest einmal in die offene Seite. Ja, das. Aha. Fußsohle ist gut am Boden. Ganz genau, du hast viele Abdruckmöglichkeiten, um dich mehr zu spüren. Ja. Mhm. Gut. Okay. Das, ganz genau. Wechsel jetzt in die klassische Form. Mhm. Genau. Prima. Versuchst dein Knie zu überzuhaken vielleicht. Mhm. Das. Ja.
Und denen es leicht fällt, die können wir versuchen, wie einen Arm sozusagen durchzustecken, auch durch die Beine. Dann nimmt man sich gerne das Handgelenk und führt das hier durch. Und dann ist der Griff relativ leicht zu finden hinter dir. Ja. Wenn man das ein bisschen in die Hand nimmt, die Form sozusagen. Ja. Gut. Genau. Ja. Und wackelst da drin trotzdem etwas herum, schwingst immer wieder, bis sich der Körper in seine beste Elastizität einfindet, seine beste, seinen besten Raum. Mhm. Oh, oh. Ja, löst es wieder raus. Sehr gut. Gut, und dann nochmal hier, Bhumukasana, versuch das Knie einmal über das andere zu führen. Heb gerne den Po etwas an. Vorsichtig dabei. Vielleicht sitzt du erstmal auf dem einen Fuß und dann versuchst du dich wieder in die Mitte einzuschwingen. Den vielleicht ein bisschen hochkommen, wieder runterkommen. Ein bisschen rumprobieren da drin. Wie gesagt, die krasseste Hüftöffnung, die wir im Yoga haben, bevor dann der Fuß hinter den Kopf kommt. Machen wir das nächste Mittwoch dann. Gut. Ja. Okay. Oh, sehr schön. Ja. Ja, kann man lange bleiben, wenn man möchte. Geht doch gut aus. Genau. Ja, das ist erstaunlich. Geht doch sehr gut. Mhm. Gut. Und dann löst du das auch nochmal raus. Ja. Mhm. Beine nochmal lang. Gut. Po mal anheben, nochmal Beine nochmal anheben, nochmal ein bisschen Kraft. Das und. Oh, schön. Ein sensiblen Gast heute hier am Boot. Gut. Gut. Dann stell die Füße kurz ins Kreuz, so als hätte man nichts weiter zu tun. Ja, such mal, du hast die Kanten der Füße, du hast die Fußsohlen, ja, spür ein bisschen rein, genau, und dann fang mal an, ein bisschen durch die Beine durchzuwippen, ja, du hast die Knie, haben verschiedene Möglichkeiten hier zu öffnen, kannst du den Po ein paar Mal anheben hier, wenn du dich kräftig nach vorne begibst und du lässt den Po wieder runter. Denk immer an die Situation, dass wir ja eigentlich nichts wollen, weil wir ja schon alles haben, ja. So machst du das. Ja. Mit dieser inneren Gelassenheit, die sich dann hoffentlich auf den Gewebezustand auswirkt. Das ist ja das, was wir hier suchen, nicht? Einen entspannten Geist, der sich in den Körper verlängert, wodurch die Dinge dann auch von selbst leichter werden, ohne dass wir das wollen. Gerade weil wir es nicht wollen. Ja. Gut. Okay. Und dann wechselst du einfach nochmal. Genau. Und versuchst ein paar Mal vorzuwippen, den Körper nach vorn zu strecken, durch die Beine durch und gucken, ob du den Po mal ein paar Sekunden hältst oder wieder zurückfällst mit dem ganz runden Rücken, die Wirbelsäule unten ganz lang jetzt. Gut, okay. Und dann stell, ja, ja. Richtig, das ist so. Oh, dann stellst du die Füße mal normal hin, nebeneinander. Läufst dicht ran mit dem Po. Mhm. Mhm. Gut, streckst die Arme nach vorn, hebst den Po erneut an. Mhm. Spürst du meine Leine? Genau. Gut. Ja, heb den Po ein bisschen an, genau. Drück mal den Po ein bisschen nach hinten, genau. Und setz dich nochmal hin, sehr schön. Lass die Füße nochmal auseinanderkippen. Mhm. Ja, und nochmal in die Stellung. Ja, gut.
Genau, wenn du merkst hier sehr schnell, das ist die Bakasana-Vorbereitung, die Knie kommen in die Oberarme, spür mal diesen Kontakt, ja, dass du die Knie sehr dicht an den Achseln hast. Dann kannst du mal ein bisschen spielen nach vorn, dass du guckst, wie aus diesem Sitz heraus so kurz die Füße mal anhebst. Versuch das mal organisch passieren zu lassen. Ja, das ist auch mal so organisch, als wäre alles eins, vom Sitz bis hoch. Alles eins. Danke, genau. Ja, genau. Lehnst dich vor, als würde dir das in diesem Moment einfallen, dass das geht. Spielst nur durch. Unser Thema, ne? Du spielst nur die Sachen durch. Spielst mit den Füßen ein bisschen rum. Yes. Oh, dann kommst du nochmal zurück. Ja. Ja. Genau. Gut. Ja. Okay, noch einmal hier, bevor es jetzt weitergeht, aus dem Sitz raus. Gut. Gut. Okay. Ja. Ja. Bianca geht gleich mal Handstand noch ein Stück weiter. Aus dem? Ja, aus dem. Und jetzt hoch. Gut. Also man kann vom Sitz in den Handstand rollen. Das ist dann schon sehr felsenkrass. Gut. Okay. Und dann. Ja, Kopfstand geht auch. Genau. Sehr gut. Schön. Ja, Kopfstand geht auch. Okay, ihr macht was es braucht. Ohne, ja? Okay. Ja, und dann kommt ihr nochmal auf die Füße draufgerollt und kommt direkt in die Vorbeuge. Tief. Jetzt können die Knie wieder entspannen. Du bist mit deinen Beinen beschäftigt, vielleicht im Wahrnehmen. Die Hände an den Beinen. Und versuchst dich etwas über die Beine zu schlängeln. Die Beine treten zu lassen, die Zehen zu strecken, zu spreizen. Links, rechts kommst du mit den Achseln auf die Knie, schön tief runter mal, den Körper auch an die Beine anlegen. Ja, links und rechts. Gut. Deine Fußsohlen wahrnehmen. Und wenn du den Körper mal auf die Oberschenkel gelegt hast, dann kannst du auch den Kopf mal Richtung Schienbeine lenken, links und rechts. Und du spürst deine Beine und wo das Gewicht drin ist. Nutzt immer wieder deine Hände für den Kontakt. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Dann stellst du die Hände in den Boden auf, ein bisschen vor dich. Und wir nutzen nochmal die Rumpfmuskulatur, indem du die Fersen sehr weit nach oben bringst, über die Zehen. Ja, roll mal ein paar Mal die Fersen so hoch du kannst. Noch ein bisschen. Meine Hände sind unter deinen Fersen drunter. Das ist toll. Lehn dich ruhig noch ein bisschen mehr nach vorn. Betraue dich. Ein bisschen mehr vor. Gut. Dann wirst du merken, dann kommst du nämlich noch ein bisschen höher. Merkst du das? Gut. Ja, ganz hoch. Drück die Arme stark in den Boden. Ja, Christina, das ist Übung für dich. Du bist nämlich ein Kraftmensch. Genau. Gut. Ja, es gibt viele Elastizitätsmenschen hier, aber es gibt auch Kraftmenschen. Genau. Gut. Okay, das. Sehr schön. Ja, dann stellst du das rechte Bein ganz lässig nach hinten zurück. Das linke Bein vor, das rechte hinten. Kein großes Federlesen, rechts nach hinten, links vor. Und du machst dasselbe, was du die ganze Zeit schon machst. Du explorierst die Form. Du explorierst die Form. Was kannst du machen, wenn ein Bein hinten ist und eins vor? Ja, du kannst die Knie benutzen, indem du hinten beugst, vorne streckst oder andersrum oder beides streckst. Der Rumpf ist relativ frei. Ja. Das heißt, du kannst ihn lang machen. Du kannst ihn auch beugen.
Und du kannst den Schritt natürlich in der Länge variieren. Vielleicht gehst du nochmal mit dem Zehen ein klein bisschen mehr zurück und drückst dein vorderes Knie nach vorn. Ja. Gut. Aha, merkst du, deine Finger sind auf eine bestimmte Weise aufgestellt. Gut, dann lass dein Knie hinten mal runter. Und versuch mal, dich etwas mehr noch in die Hüfte zu lassen, dass du was merkst in dem Bereich hier unten. Ja, hast du die Zeit, kannst du dir das rausnehmen, hier ein bisschen zu bleiben und das Becken nach vorne in die vordere Ferse zu wippen oder zu lassen. Genau. Sehr schön so. Gut. Gut. Dann nimmst du mal beide Hände inwärts von dem Fuß. Ja. Lässt die Hüfte etwas tiefer kommen. Vielleicht auch rechts mal etwas tiefer kommen. Ja. Und auch mit dem linken Ellbogen mal tiefer kommen. Das. Aha. Du merkst, dein Atem ist jederzeit still und ruhig und du hast überhaupt keine Gehetztheit im Atem, du hast keine irgendwie, dein System bleibt ganz ruhig in all den Sachen. Du kannst jederzeit mit dem Atem in der Intensität spielen, weil der Atem frei ist. Gut, okay. Sehr schön das, sehr schön. Okay, gut. Ja. Ja, ganz genau. Wunderbar. Gut. Und dann kommst du nochmal hoch, holst das Knie ein bisschen ran, dass der Schritt nicht mehr ganz so groß ist. Gut. Und dann drehst du hinten die Ferse mal runter. Ja. Vorne die Hand am äußeren Fuß. Streckst mal hier das Bein etwas mehr. Versuchst die untere Achse sehr nach vorn zu denken. Alles richtig gesehen. Ja. Glaub dir. Glaub, dass das stimmt, was du machst. Gut. Die Achse vorn, das Knie an der vorne noch ein bisschen durchschieben. Du kannst daraus Trikot machen, Trikonasana. Das sind diese vielen Dreiecke, die man hier sieht, nicht wahr? Wenn das T-Shirt nicht hängt, dann siehst du viele Dreiecke. Ja. Und streckst nochmal nach vorn, schaust nach vorn. Genau. Und versuchst, dich in den Beinen wahrzunehmen und in der Länge des Rumpfes. Schön, ja, super, zu nach vorne. Genauso wie in den Beinen. Genau. Zehen sind am Boden lang. Super. Okay. Viel Länge über die ganze rechte Seite hier, vom Bein hinten nach vorn. Gut. Okay. Sehr schön. Und kommst wieder zurück. Bring mal beide Hände wieder am Boden. Gut. Gut. Rechte Hand hat mehr Gewicht. Gut. Und du bringst mal in Slow Motion dein linkes Bein nach hinten zurück. Ja, vielleicht probierst du aus, der Rumpf braucht etwas Höhe. Und dann bringst du das Bein nach hinten. Gut. Und stellst es dort ab. Beide Hände vorn, beide Füße hinten. In einem Abstand, in dem du merkst, dass du ihn nutzen kannst zum spürenden, elastischen Dehnen. Elastisch gehst in die Dehnung und wieder raus. Das ist Elastizität. Ja. Ja. Ja, so wie du auch weißt, wie stark man den Gummi auseinanderziehen kann, bevor er reißt. Und sagen, das wollen wir nicht. Aber du guckst mal, wie dein Gewebe heute Morgen beschaffen ist. Sehr gut. Stell dich auf das eine Bein mehr drauf, auf das andere Bein mehr drauf. Ja? Wechsel gerne die Beine, versuche auch mal nur auf einem zu stehen. Ja. Gut, okay. Ja. Und dann wechseln wir die Seite. Du löst mal deine rechte Hand. Du weißt, der rechte Fuß, der will nach dort vorn. Ja, kannst du diesen rechten Fuß sanft nach da vorne bringen, ohne dass er aufstößt. Genau. Körperspannung halten in der Mitte. Jederzeit ist die Bewegung anhaltbar.
Und dann setzt du das an. Das kommt aus dem Rumpf. Gut, ein bisschen Ausfallschritt, andere Seite. Gehst wieder schön weit auseinander mit den Beinen. Hast viel Länge. Ja, noch die Hände ausgenommen. Ja. Das Herz schön nach vorn, der Ferse nach hinten, Herz nach vorn, das Knie drückt nach vorn. Sehr gut. Das. Und du spielst hin und her auf dem vorderen Fuß, auf das hintere Bein drauf. Genau. Gut. Gut. Und ja. Mhm. Kopfkrone nach vorn, Ferse nach hinten. Mhm. Okay. Und dann setzt du gerne nochmal ab hier. Ja, nimmst beide Hände nach innen rum. Ja. Ja. Lässt gerne deine linke Seite etwas tiefer, aber dann auch deinen rechten Arm. Spiel das etwas hinunter. Das. So, dass sich vielleicht dein ganzes Bein mal ablegt. Ja, das. Und du vielleicht auch tiefer kommst. Genau. Ja. Mhm. Ja, manchmal geht der Fuß dann so hoch, das kannst du mal probieren, aber du kannst es probieren, das mal stehen zu lassen. Beides. Ja. Mhm. Große Zeh auch mal am Boden lassen, genau. Gut. Mhm. Kopf gucken, wo gehört der Kopf hin, nach links, nach rechts. Je nachdem, wo die Wirbelsäule lang geht. Ja. Gut. Okay. Wunderbar. Mhm. Sehr schön. Ja. Und gut, dann ja, kommst du noch mal so ein bisschen mehr in die Mitte. Lass das Becken noch mal ein bisschen los hier, genau in der Schrittposition. Ja, ja. Mhm. Gut, gut, gut. Dann hebst du es noch mal an. Ja, streckst noch mal beide Beine. Auch hier. Hände vielleicht vorn, beide Beine nochmal in die Streckung führen, Fuß vorne strecken, genau. Okay. Mhm. Gut. Hüpfst ein bisschen dichter heran und drehst hinten die Ferse mal runter. Ja. Lass die Achse schön hohl vorn. Mhm. Drehst den Rumpf etwas mehr zur Seite, dass die Schultern übereinander kommen. Ja. Versuchst dich lang über das Bein hinauszuschieben. Gut. Ja, vielleicht den oberen Arm noch verlängert nach vorne. Ja. Gucken, was die Beinstreckungen sagen. Ganz genau. Ja. Prima. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das sind ja zwei Bilder von dir, interessant. Ja. Recording in progress. Ja. Okay. Und kommst wieder zurück. Beide Hände, Ferse. Ja. Genau. Gut. Ja. Und dann von hier aus einen Schritt nach vorn, direkt in die Vorbeuge. Ja, nach vorn raus. Und die Hände vielleicht mal neben den Füßen. Und du schiebst die Hände etwas nach vorn. Ja. Und den Rumpf etwas tiefer. Vielleicht kommen dann irgendwann die Hände auch weiter nach hinten. Ja. Gut. Dann auch etwas mehr nach vorn. Ja, dann hebt mal den Rumpf an. Geh mal in die Kraft deines Rückens hinein. Mhm. Das ist immer ein doofer Schuh. Unbedingt. Setz dich mal etwas tiefer, schieb mal die Kraft in den Glöt. Ja, streck mal die Arme nach vorn, versuch dich mal nach vorn zu hangeln, den Po nach hinten in die Hosen zu schieben, die Knie vorn zu lassen, die großen Zehen unten zu lassen. Gut, und geh nochmal tief in die Vorbeuge zurück.
Lass los, die Muskulatur. Ja. Gut. Rechts, links, sehr schön. Okay. Gut, dann stell nochmal beide Hände auf den Boden auf, wo du merkst, sie passen dafür, dass du nach hinten springen kannst. Und dann mach das auch. Spring einmal nach hinten zurück. Von hier. Hoch und raus. Das. Super. Ja. Gut, und dann schiebst du dich nochmal kräftig nach der einen Seite, nach der anderen Seite. Gut. Sehr schön. Stellst den linken Fuß etwas nach vorn, drehst die linke Hand etwas aus, öffnest deine rechten Rippen, ja, wodurch du dann etwas mehr Öffnung in der Hüfte bekommst und das Bein sich nach hinten fortlenken möchte. Ja, ja, versuch das mal aus den Rippen zu holen, die Sache. Du öffnest die rechten Rippen und das Bein geht entspannt hinter dich rum, wie eine Folge. Und du schaust zur linken Hand. Ja. Oh. Sehr schön. Kommst wieder in die Mitte zurück. Hast das Bein in der Luft. Gebeugterweise nimmst das Gewicht ein bisschen nach vorn. Gut. Schaust mal, wie leicht du auf die Hände kommst. Solltest du jetzt wieder nach vorne springen. Ja. Versuche mal ein paar Hüpfer auf der Stelle. Vielleicht landet der Fuß mal weiter vorn, weiter hinten. Weich aufkommend. Ja. Und bringst wieder beide Füße nach hinten zurück. Ganz kurz, Mädchen, genau. Ja. Und gehst nochmal mit rechts ein bisschen nach vorn. Suchst eine gute Stelle für rechts. Die rechte Hand nochmal ein bisschen ausgedreht. Die Rippen links geöffnet. Ja. Schieb dich aus der rechten Hand in die linken Rippen. Und lass das Bein hängen hinter dir. Lass den Fuß unten. Suche nichts. Ja. Folge einfach nur der Idee. Die rechte Hand schiebt etwas nach rechts vorne, alles andere entsteht daraus. Ja. Viel Verbindung vor allem. Aus der Hand in die Rippenleiste, Oberschenkel, Fuß. Oh. Wunderbar. Ja, und kommst wieder zurück, lässt das Bein in der Luft. Gut. Beide Hände wieder nach vorne ausgerichtet. Rechtes Bein ein bisschen auflockern, indem du ein paar Sprünge auf der Stelle tust. Ja. Ja. Oh. Und dann wieder zurück in vier Füße. Nochmal hier. Schieb nochmal den Po in die Höhe. Lass die Fersen tief. Die Hände schieben nach vorne. Der Kopf kommt tiefer zum Boden. Und einmal mit den Schultern über die Hände nach vorn. Ja. Einmal auf die Fäuste stellen, die entspannte Plank. Ein bisschen bewegen dort. Oh, Marissa, gehen wir mal runter oder was? Weißt du nicht genau? Ich wollte nicht mehr hoch. Und wir gucken mal. Und ein bisschen. Oh, yes. So gut, 90 Grad. Super. Okay, sehr schön. Das
Die Hände mal nach hinten stellen. Oh, ein bisschen laufen auf der Stelle. Das. Gut. Noch einmal. Ein bisschen. Oh, noch ein bisschen runter. Ellbogen nach hinten. Oh. Wieder raus. Sehr gut. Die Hände mal auf die Finger, wie Bruce Lee. Und Hände ab und zurückgeschoben, noch ein letztes Mal. Gut. Gerne mal über einen Fuß gehen, dann geht es viel leichter, mal mit dem Kopf auf den Boden zu kommen. Und dann kannst du hier sehr schön drin bleiben und die Länge genießen. Die Länge der Arme bis zum Becken und dann runter in den Fuß. Offene Schultern. Okay. Gut. Und das, genau. Sehr schön. Sehr hohe Gesäßanteile hier. Gut. Und dann kommst du auf den Boden zurück mit den Knien und federst ein paar Mal nach hinten. Entspannst die Hände. Setz dich einmal nach links vor, nach rechts vor. Die Hände jetzt ganz entspannt auf der Matte, vielleicht auch gebeugt. Mhm. Setz dich einmal nach hinten, lass die Beine unter dich schleifen jeweils. Öffne die Achselbereiche. Danke, dass das so passt. Sehr cold. Plank Variations. Okay, gut. Das, sehr schön. Setz dich nochmal kurz auf die Füße. Ja, nochmal eine Schulteröffnung hier. Mhm. Das, massiere etwas deine Füße. Ja, nach hinten, nach vorn. Gut. Okay, und dann schwinge einmal den rechten Arm auf einmal hinter dich. Das ist immer die Vorstellung, du greifst in deinen eigenen Rucksack. Ja. Hinten. Und dann hilfst du dir, weil du noch nicht ganz rankommst an das Utensil, etwas mehr nach der Mitte und vielleicht noch kommst du ein bisschen tiefer und spürst dort einen schönen Brustwirbel. Mhm. Genau, wenn ich hier den Kopf noch ein bisschen an. Ja, gut. Genau. Ja, versuche auch das etwas zu sensen, je nachdem, wie viel Energie du da reingibst, in, gerade in die Hilfshand hier oben und in deinen Kopf. Der Kopf, der konnektiert ist mit dem Arm. Mhm. Gut. Ja. Atmung, die Lunge ist sehr offen. Entspannt. Nasenatmung. Gut. Okay. Sehr schön. Ja, und dann prima. Ja. Und dann löst du das nochmal raus. Ja. Und bringst den Arm nochmal hinter dich rum auf deinen Beinen. Einmal hinter dich herum. Ja. Greif mal richtig schön tief in den Schenkel und öffne diese Schulter noch einmal etwas deutlicher. Ja. Ja, vor allem auch Hals jetzt einbeziehen, Hals- und Schulterbereich einbeziehen in den Stretch, lehne den Kopf weg von der Schulter, die sich fortdreht. Ja. Okay, sehr offene Nahrungsflanke. Gut. Ja. Mhm. Oh, sehr schön. Und dann löst du das nochmal raus. Die Arme sind frei. Der linke Arm noch einmal hinter dich. Sehr hoch, sehr rechts, sehr tief. Und der andere kommt zur Hilfe. Ja, nimmt sich den nochmal, knüpft sich den vor und dann geht das noch ein Stück weiter. Ganz genau. Guckst, wie groß richtest du das Ganze auf? Ist da ein bisschen Backbend versteckt? Ja. Das. Ja, gehen einmal oben. Gut. Sehr schön. Oh.
Genau, ein bisschen gesenst, wie es kommt. Ja, spür rein. Oh, wunderbar. Ja, und dann auch hier nochmal gelöst. Oh, den Arm noch einmal hinter dich herumgegriffen. Einmal zurück und hinten herum. Greif in die Innenseite des Schenkels. Gut. Und hier nochmal geguckt. Ja, Schultern in Linie vielleicht gebracht, linke Schulter weit zurück. Atmung. Ja, wenn du den Kopf mal nach vorne lehnst, hast du eine andere Dehnung. Schau mal auf dein rechtes Knie über die Schulter. Ja. Oh. Gut. Und dann löst du das wieder raus. Ja, schau mal, ob du zwischen die Füße kommst oder auf die Füße oder vielleicht überhaupt mal hoch und noch mal tiefer kommst. Ja. Gut. Gut. Okay. Und dann wählst du eine Situation, bringst die Arme noch mal beide nach oben und greifst ineinander mit den Händen. Drehst die Handflächen raus und schiebst hoch. Ja, klassische Form für Öffnung der Vorderseite. Schön weit raus. Genau, dreh die Hände ganz hoch und schieb. Der Po geht runter, die Hände nach oben. Gut, gut. Das wieder gelöst. Sehr schön. Bequemer Sitz nochmal eingenommen. Gut. Und jetzt rechter Arm noch einmal hinter dich. Linke Hand einmal hinter dich. Und gegriffen. Und geregelt hier. Ja. Platz schaffen. Ja. Gut. Ja, Kinn. Oh, genau. Super. Okay. Und einmal gelöst hier. Sehr schön. Gut. Und dann nochmal zur anderen Seite. Mit links groß auf, groß hinter dich herum. Und dann mit rechts vielleicht auch mal mit ein bisschen Schwung reingegangen und genau. Atmung. Wunderbar. Schulter öffnen. Ja. Mal nach hinten, nach vorn. Hinten, vorn. Gut. Okay. Oh. Gut. Oh. Löse das noch einmal raus. Sehr schön. Gut. Beide Finger noch einmal ineinander. Schieb noch einmal nach vorn. Mach dich rund nach hinten. Und dann hebe das Ganze an. Und die Arme jetzt weit nach hinten zurück. Ja. Ja. Das ist schön, genau, super. Noch ein Stück, ja. Ja. Oh, prima. Sehr schön. Und wieder zurück. Wunderbar. Sehr schön. Bleibe hier für einen Moment. Atmung. Finger wieder entspannen, Ellbogen entspannen, Schultern sind neben dir. Eine mittlere Position für den Rücken. Nicht nach vorn, nicht nach hinten. Füße werden merklich. Ja. Fußgelenke haben Druck die ganze Zeit. Das ist nicht schlecht. Atempause spüren. Also spielst du deine Fülle aus. Mit größter Gelassenheit.
und wirst souverän. Gut. Und dann nutzt du nochmal deine Hände am Boden. Stellst du nochmal neben dich auf. Ja. Gut. Und versuchst von hier aus direkt nochmal in eine Vorbeuge zu kommen. Ja. Hebst die Knie an. Stellst die Füße auf. Und kommst hier nochmal ran. Beine wieder gestreckt. Ja. Gut. Und wer jetzt weit hinten steht auf der Matte oder mittig, der nimmt mal ein paar Steps nach vorn über diesen Press-Down der Hände. Ja, du drückst die Hände nach unten, schiebst den Po nach oben und lässt dann die Füße kurz nach vorne schwingen. Ja, so weit nach vorne lehnst du dich, dass dir das passiert, Lisa. Du musst dann nichts mehr machen. Genau. Ja. Ja, stellst die Hände ein Stück vor, lehnst die Schultern weit über die Hände, die Fersen kommen sehr hoch und dann wollen die Füße hinterher. Bevor du umfällst nach vorne, kommen sie mit. Gut. Gut. Sehr schön. Das. Gut. Von hier nochmal die Hände genau neben die Füße. Dann und einen Sprung nach hinten zurück. Vier Füße. Hopp. Raus. Gut. Beweg noch einmal durch. Links, rechts. Gut. Okay. Sehr schön. Wunderbar. Lauf mit den Händen rückwärts zu den Füßen. Setz dich tief auf die Fersen runter. Das. Bring die Füße schön dicht. Setz den Po einmal ab hier. Ja. Noch ein funktionales Ding. Du lehnst dich noch einmal nach vorn, kommst dann mit den Fersen vom Boden weg, bringst die Beine zusammen und richtest dich einmal ganz auf. Das. Genau. Ja, ist gut für die Füße. Genau. Und dann nochmal lösen, absetzen, ab. Nochmal. All. Schön raus. Wer will mal die Arme mit nach oben? Genau. Die Flügel mal auf. Gut. Genau. Beide Hände nach links neben die Beine. Links raus. Hände am Boden. Und ein bisschen Vorlage. Plötzlich seitliche Knie. Plötzlich seitliche Kriege. Ja, ist war gut. Hände, ja. No. Gut. Arme nach oben. Nochmal nach links vor. Du stellst die Hände diagonal raus, vor allem die hintere etwas nach hinten außen weg. Gibt ja Platz. Die Knie stoßen gegen den Oberarm. Und wenn du das Herz vorlegst, heben die Füße von selbst hoch. Und dann bist du da. Und die Atmung fließt dann weiter hier. Jetzt wieder zurück. Setz dich nochmal hin. Sehr schön. Bleib einen Moment hier. Atmung. Rücken ist sehr rund, sehr entspannt nach hinten. Wunderbar. Ja, okay. Gut. Lass die Knie nochmal nach außen fallen. Noch einmal tiefer. Atmung. Gut. Wunderbar. Und nochmal aufgerichtet. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir Richtung Boden. Du läufst mit den Händen wieder nach vorne raus. Gehst wieder nach vorne.
Oh, und komm so. Lass beide Knie nach rechts vor. Ja. Bleib so mal hier. Gut. Rechte Seite nochmal sehr auf. Lass beide Knie nochmal nach links. Linke Seite sehr auf. Linke Flanke. Gut. Wunderbar. Setz das Knie ab. Setz den Po ab. Weit hinten fort. Genau. Und der rechte Arm geht lang nach vorn. Weit vor. Weit vor. Gut. Das. Sehr schön. Linker Fuß hinter dich herum. Such den Boden. Ja. Während die Hand sehr weit nach vorn streckt, der Fuß hinter dir vor. Ja. Gut. Und von hier Richtung Rückenlage. Beide Füße aufgestellt in die Matte. Zentriere den Körper hier auf der Matte. Sehr schön. Links noch einmal ganz nach hinten. Linker Arm nochmal nach hinten. Den Boden suchen mit der Hand Innenseite. Hier ist eine Schulterdrehung drin. Ja, die Hand greift in den Boden hinter dir. Und dann rollst du auf die Seite. Und das rechte Bein will nochmal zurück. Nach hinter dir. Sehr viel Öffnung hier. Variante von Paschpadanurasana. Das Rad auf der Seite liegend. Der Bogen, meine ich. Der Bogen. Ja. Gut. Offener, etwas offener und etwas länger. Gut, sehr schön. Oh, nochmal zurück. Prima, ist eine ganz lange Kette einfach da drin, nicht von Dehnung. Gut, sehr schön. Beide Unterarme über dem Kopf angewinkelt. Namaste-Haltung der Hände. Und du bringst noch einmal die Knie ganz dicht in die Achse. Liegende Krähe. Ja, drücke ruhig mal die Oberschenkel ganz dicht auf den Torso. Ja, hake dich da mal ein und versuch den, ja, das, genau, genau, ja, gut. Und die Beine einmal nach oben strecken, Becken rauslassen, runterlassen. Gut, beide Arme nach links, rechts, vor. Letzte Sache. Beide Hände liegen außen und erwarten beide Füße. Einmal nach links, die Füße Richtung dieser Hand. Ja. Und geschlossen wieder hoch. Tschüss, Tschüss. Das wird lustig. Straight up. Ja, naja, klar. Gut. Gut, die Arme nochmal nach hinten schleifen, den Rücken am Boden halten und die Beine langsam Richtung Boden lassen. Ja, lassen, du spürst deine Kraft. Ja, auf 60 Grad und immer tiefer, 50, 45 dann. Ja, und dann gehen wir tiefer, 40. 30 Grad. Und der Rücken ist am Boden und deine Mitte hat Kraft. Du spürst deine Mitte, die Hände sind ganz entspannt hinter dir. Und gehst noch ein bisschen tiefer und tiefer und tiefer. Bis du knapp über dem Boden bist, spürst nochmal dort nach und lässt es nach. An den Boden heran. Ausatmen. Ein und aus. Du schleifst die Arme über die Seite an den Seitkörper. Ja, richte dich hier so ein, dass du temperaturmäßig auch gut liegen kannst. 10 Minuten in Shavasana. Lass sofort alles los. Und bleibe mit dem Geist von Anfang an den Dingen dran, die du bemerkst am Körper.
Und du bist ganz verbunden mit dem Körper. Und du wirst immer feiner in der Wahrnehmung. Bis hin, dass du nicht mehr Teil vom Körper wahrnimmst, sondern Energie. In ihrer feinsten Qualität. Wenn du abdriftest in irgendeiner Weise, hilft es manchmal, den Atem kurz kräftig einzusetzen, indem du einmal einatmest, einmal kräftig ausatmest und dich wieder zurückholst an die Stelle. Und vielleicht in der Pause der Atmung dann noch tiefer einsteigst in den Energiekörper. Zunächst sind es die Arme und Beine, die du als schwer empfindest und entspannt. Den ganzen Rumpf, den Kopf.
Und es geschieht dir irgendwann in den 10 Minuten, vielleicht am Ende der 10 Minuten, die Umschaltung auf die Energie, die sich in Form der Beine und Arme manifestiert. Versuche so wach wie es geht, diesen Vorgang zu verfolgen. Wir nennen das fasziale Meditation. Du bist innen ganz wach. Du bist innig wach. Und versuche wach zu verfolgen, wie der Körper da liegt, welche seiner Qualität du wahrnimmst. So bleibst du noch 2 Minuten. In größter Verbundenheit, wacher Verbundenheit. Mit dem leisen Strom, der deinen Körper durchzieht. Wahrnehmung ist Liebe und Liebe ist Heilung. Diese Trias sprechen wir hier an. Wahrnehmung, Liebe und Heilung. Über diesen Graben wollen wir hier springen, in der stillsten Stilllage. Und so bist du vollkommen angekommen in der Vita Contemplativa, in diesem Kontemplieren, Beobachten, Bezeugen deines energetischen Körpers. Hast dich dessen vergewissert, des Lebens vergewissert. Und so kannst du erneut ausspielen, dieses Leben, diese Fülle, indem du die Hände und Füße bewegst, die Finger und Zehen in Bewegung versetzt, bis in die Gelenke hinein.
Lass die Bewegung etwas deutlicher werden, auch wenn es höchst angenehm ist, im Energiekörper sich aufzuhalten, da drin einzuleben, weil der Heilvorgang so enorm ist, will man da gar nicht mehr fort. Man kann jederzeit dorthin zurück. Und die Gelenke der Hände bewegen sich und vielleicht schieben die Arme einmal nach hinten fort, ohne zu strecken, sondern einfach so. Und dann nimmst du beide Knie über eine Seite, rollst dann den Rumpf hinterher in einem Zuge, sodass du dich auf der Seite wiederfindest. Unterbrichst den Vorgang hier noch einmal. Bevor du dann aufsteigst in deinen Meditationssitz, wo du vielleicht noch einmal verkostest diesen Vorgang, den du gerade erlebt hast, vielleicht noch einmal energetisch wirst, das heißt im Körper einlebst, seiner feinstofflichen Ebene. Beobachte nochmal die Stille deines Atems. Vielleicht gelingt dir es jetzt, in den Normalatem zu kommen, also nur 4 Wechsel zu haben in der Minute. Du bist nach innen verbunden. Dort, wo du alles hast. Und bringst deine Hände in die Gebetshaltung. Und ich sage vielen Dank. Namaste. Dankeschön.